Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, in unserem letzten Video haben wir euch die Frage gestellt, ob es richtig war, dass BMW Rover verkauft hat. Eure Entscheidung zu dieser Sache war eindeutig. Wenn ihr nun wissen wollt, wie es dazu kam und wie erbarmungslos BMW diesen Autobauer am Ende auseinandergenommen hat, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also Freunde, los geht's! Der Anfang vom Ende. München 1994. Dieses Jahr war das Jahr, in dem BMW das erste Mal wirklich handeln musste. Die Volkswagen AG war 3 Jahre zuvor auf große Shoppingtour gegangen und hatte sich die Rechte an Skoda gesichert. Mercedes gab 1991 mit der Studie A ebenfalls einen Ausblick in die Zukunft für die Golfklasse und auch die Japaner mischten den Markt seit Anfang der 90er auf extremste Weise auf. Das Kompaktwagensegment wurde immer wichtiger, denn die Zeit der teuren Mittelklasse-Limousinen neigte sich langsam aber sicher dem Ende. BMW hatte dem jedoch nichts entgegenzuwirken. Um aber in der Golfklasse schon mal eine sportliche und günstige Alternative bieten zu können, entwickelte BMW den E36 Compact. Ein Einstiegs-BMW, der aus Komponenten des E30 und E36 entwickelt wurde, um Kosten bei der Entwicklung zu sparen. Damit wollte man gewährleisten, dass der Basispreis des Compact so gering wie nur möglich ausfällt. Dass der E36 Compact aber nicht die Lösung der Probleme war, wusste BMW von Anfang an und hielt die Augen offen, um sich, genau wie Volkswagen, eine Automarke einzuverleiben. BMW brauchte einfach eine Marke, über die man in Zukunft frontangetriebene Fahrzeuge verkaufen konnte. Diese waren günstiger in der Entwicklung und Herstellung und warfen sehr gute Gewinne ab. Also machten sich die Münchner auf die Suche. Nach kurzer Zeit wurde BMW hellhörig, denn der britische Autobauer Rover stand zum Verkauf. Rover gehörte damals British Aerospace und war zu der Zeit ein profitabler Autobauer. Eine clevere Kooperation mit Honda sicherte den Briten sehr gute Gewinne und einen sehr guten Ruf, denn die Technik, Motoren und später auch die gesamte Basis kamen von Honda. Schon damals galt Rover als sportlich noble Marke und konnte aufgrund dieses Standings höhere Preise für die Fahrzeuge verlangen. Die Kooperation mit Honda war das Beste, was Rover je widerfahren war. Es war eine Art Win-Win-Situation, die so profitabel war, dass Honda 25% der Rover-Anteile erwarb und Rover im Gegenzug auch 10% Anteile von Honda. Als British Aerospace Rover an Honda verkaufen wollte, war Honda nicht bereit, mehr als 49% von Rover zu erwerben. BMW witterte die Chance und klinkte sich ab diesem Punkt ein und schnappte sich Rover. Und zwar für 800 Millionen Pfund. Aber direkt nach dem Kauf von Rover machte BMW einen folgeschweren Fehler. Die Münchner machten es Honda fast unmöglich, die Kooperation mit Rover aufrechtzuerhalten. BMW stellte unattraktive Bedingungen auf, weswegen Honda die Zusammenarbeit mit Rover beendete und die 25% Anteile an BMW verkaufte. Was BMW jedoch nicht bedacht hatte, war, dass Rover nur so profitabel war, weil Honda im Hintergrund die Technik, Motoren und die Basis sehr günstig zur Verfügung gestellt hatte. All dies fiel weg und Rover musste von nun an sogar Lizenzgebühren an Honda für die noch laufenden Kooperationsmodelle zahlen. Rover konnte trotz der neuen Situation noch immer ausreichend viele Modelle verkaufen, da sie durch die Honda-Technik als sehr sportliche und zuverlässige Fahrzeuge etabliert waren. 1997 kamen die Briten erstmals in die Bredouille. BMW hatte nämlich kurz nach der Übernahme die Neuentwicklung des Rover 75, 55 und des New Minis angeordnet. Die Entwicklung dieser Fahrzeuge verschlang Unmengen an Geld. Der Wechselkurs wurde zudem auch immer schlechter, was die Exporte nach Deutschland unrentabel machte. Anstatt eine vernünftige Lösung zu suchen, erhöhte man die Preise der Rover-Fahrzeuge, um den Verlusten entgegenzuwirken. Jedoch durften die Rover-Fahrzeuge den BMW-Modellen keine Konkurrenz machen. Deswegen richtete BMW Rover vollkommen neu aus. Der sportliche Charakter der Fahrzeuge wurde gestrichen und der Fokus wurde auf Luxus und Komfort ausgelegt. Damit drang man auch ungewollt ins Kerngeschäft von Mercedes-Benz vor. Ein fataler Fehler, denn durch die Preiserhöhung der Rover-Modelle bot man den Kunden keinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz aus Stuttgart. Den Anfang vom Ende führten die Münchner aber herbei, indem sie in ganz Großbritannien etliche Verträge von etablierten Rover-Händlern kündigten, die zuvor teilweise ganze Regionen belieferten. Somit hatten viele Regionen einfach keine Händlerabdeckung mehr, was die Lage für Rover zusätzlich verschlimmerte. Aber damit nicht genug. BMW stellte Rover-Fahrzeuge von nun an auch in BMW-Autohäusern aus. Händler, die sich weigerten, Rover-Modelle abzunehmen, wurden vertraglich dazu gezwungen. Ziel war es aber nicht, Rover-Fahrzeuge zu verkaufen, sondern potenzielle Rover-Kunden auf BMW-Fahrzeuge hochzuberaten.
BMW nahm Rover nach und nach die Chance, sich zu erholen und die Ab- und Umsätze wieder zu erhöhen. Die Chefetage von BMW machte zu dieser Zeit alles falsch, was man nur falsch machen konnte. Anstatt die Produktion der Rover-Fahrzeuge runterzufahren, produzierte man auf Geheiß von BMW etliche weitere Rover-Fahrzeuge, welche die Verluste noch weiter in die Höhe trieben. Durch die ganzen Preiserhöhungen, die schlechte Händlerabdeckung und die Umleitung der Rover-Kunden zu BMW-Modellen verkauften sich die Rover-Fahrzeuge zunehmend schlechter. Noch bevor die wirklichen Neuentwicklungen auf den Markt kommen konnten, hatte BMW Rover dem Untergang geweiht. Nebenbei verschlang auch die Entwicklung des Range Rover L322 Unmengen an Geld. Bei einer Markteinführung wäre der Range Rover so teuer gewesen, dass die geplanten Absätze weggefallen wären. Deswegen baten die Münchner die britische Regierung bezüglich des Wechselkurses um Hilfe. BMW wollte wohl spezielle Deals mit der Regierung abschließen, aber die Regierung ließ die Münchner einfach abblitzen. Das sorgte beim BMW-Vorstand für Aufruhr und verschlimmerte die Haltung des Vorstandes gegenüber Rover. Hinzu kam, dass sich die Markteinführung des New Minis durch Streitereien zwischen Rover und BMW immer mehr nach hinten verschob. Der New Mini sollte den Rover 100 ersetzen und das Kleinwagensegment revolutionieren. Die Planung geriet aber völlig ins Wanken und das New Mini-Projekt stand kurz davor zu scheitern. Als der Rover 100 aber nach katastrophalen Crashtest-Ergebnissen für Aufsehen sorgte, nahm BMW das Fahrzeug vom Markt und war dazu gezwungen, am New Mini-Projekt festzuhalten. Das kostete natürlich für eine lange Zeit viel Geld. Also fuhr BMW die Qualität der Rover-Modelle runter. Noch einmal zum Mitschreiben, die Fahrzeuge wurden immer teurer, aber die Qualität ließ immer weiter nach, weil BMW die Verluste ausgleichen wollte. Dass das keine gute Idee war, hätte jeder Grundschüler gewusst, doch die Münchner hielten an dieser Strategie fest. So ging das Ganze noch über ein Jahr weiter. Mittlerweile waren die neu entwickelten Rover-Fahrzeuge fertig und standen kurz vor dem Marktstart. Die Briten sahen endlich Licht am Ende des Tunnels. Rover war so massiv abgestürzt, dass man geglaubt hatte, dass es mit den neuen Modellen nur wieder bergauf gehen würde. Wie falsch sie damit lagen, sollte sich kurze Zeit später zeigen, denn das Schlimmste sollte noch folgen. So Freunde, das war's mit dem ersten Teil für heute. Wie katastrophal BMW Rover noch zugrunde gerichtet und zerschlagen hat, erfahrt ihr dann im zweiten Teil. Aber was denkt ihr? Waren die Entscheidungen von BMW falsch? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Schreibt uns doch auch gerne eure Gedanken in die Kommentare. Wie hättet ihr versucht, Rover zu retten? Hättet ihr es überhaupt getan? Teilt es uns doch gerne in den Kommentaren mit. Übrigens noch eine kurze Info für euch. Seit kurzem ist unsere neue Webseite online. Zusammen mit unseren Partnern werden wir euch geniale Angebote zu Ersatz- und Tuning-Teilen sowie speziellen Felgen und Reifen machen. Also schaut auf bavmo.net vorbei und besucht uns regelmäßig, denn weg ist weg. In Kürze starten die ersten Aktionen. Freut euch drauf. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wenn ihr den zweiten Teil unserer Serie nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Über einen Daumen hoch und Feedback in den Kommentaren freuen wir uns. Vergesst doch nicht, unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website zu besuchen. Habt ihr das letzte Video verpasst oder unsere Playlist noch nicht gesehen, dann klickt auf das linke oder rechte Bild. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.